Willkommen zurück bei Days Gone. Ich wollte ja eigentlich jetzt zurück zum Camp und dort mit Ricky sprechen. Da oben links seht ihr es ja auch. Hab aber mich noch mal eben schnell hier vor Ort umgesehen und bin dann hier über Nero Kontrollpunkt gestolpert. Das alte Sägewerk. Und wenn wir schon einmal hier sind, kümmern wir uns darum, oder? Ich würde sagen, ja. Jetzt hier nur noch mal ein bisschen weiter vorwärts, um zu schauen, wo der Eingang ist. Da ist er. Ich werde das Motorrad jetzt passend schon in Fluchtrichtung parken. Hört ihr das? Oha. Ich befürchte, da sind ganz viele. Das heißt, ich sollte hier. Oho. Ich sollte hier gut aufpassen, dass ich auch wirklich alle Lautsprecher cutte, wo ich irgendwas mache. Und genau das habe ich auch vor. Bitte kein Lautsprecher hier aktiv lassen. Denn ich befürchte, dann habe ich hier eine fette Horde am Hals. Hier gibt es aber einiges zu sammeln. Nehmen wir mal direkt mit. Denn ich denke, den brauche ich hier auf der anderen Seite. Irgendwo muss ja der Generator sein. Wo auch immer. Sehe ihn gerade noch nicht. Wir haben kurz erfahren, da oben waren ja auch zwei Lautsprecher. Die nehmen wir mal weg. Der und der. Gut, gut. Da ist der nächste. Versteckt sich noch einer? Gut. Was da unten ist. Dich kann ich brauchen. Was auch immer das jetzt gerade war. Ich weiß es nicht. Da ist der. Nicht. Da ist nicht der Generator. Da ist der nicht. Speicher sind alle weg. Was ich traue dem Frieden nicht. Ich gucke mich jetzt erstmal hier weiter um. Bilde ich mir auch nur ein, dass hier irgendwas ist. Kann ja auch sein. Aber ich habe das unbestätigte Gefühl, dass es mein Gefühl gleich bestätigt wird. Und hier ganz viel los sein wird. Na komm, sammle ein. Was, da ist der Generator.
das Motorrad auf. Falsch. Oh, jetzt muss ich hier komplett wieder rum. Ganz offensichtlich. Hätte ich mir das mit dem Benzinkanister auch sparen können. Ja, da sind definitiv welche. Gut, mal gucken. Also Lautsprecher sehe ich jetzt hier keine mehr. Nö. Klettern wir rüber. Ich bin mir recht sicher, dass hier keiner mehr ist. Na, LKW, wo ich noch. Ich wollte auf bei irgendeinem LKW auf die Pritsche schauen. Gut. Na ja, komm, wir tanken den mal eben. Oh, gutes Timing. Das sollte reichen. Denke ich auch. Mit. Können wir nicht gebrauchen. Oder können wir schon gebrauchen, aber können wir nicht mitnehmen. Benzinkanister. Da komme ich her. Was ist der LKW? Ja, hier wollte ich mal kurz drauf gucken. So, nächste. Ich drück mal Knöpfchen. Ja, jetzt sind wir im Geschäft. Verdammte Scheiße, das wird sie alle zu mir locken. Fuck. Wo ist dieser beschissene Lautsprecher? Bullshit. Fuck, fuck. Wo war der? Wie ist das? So. Wo ist dieser bekloppte Lautsprecher gewesen?
Klappe halten. Ja, aber wo war dieser bekloppte Lautsprecher? Welchen habe ich übersehen? Sie was? Hier muss doch nur einer sein. Also, da war ja ganz offensichtlich einer. Die sind weg. Da ist keiner. Da ist keiner. Da ist einer. Da ist er. Okay. Drücken wir nochmal das Knöpfchen. Scheiße, ey. Da hinten irgendwo. Okay. Aber wo? Wo denn? Himmel, Herrgott. Keiner. Keiner. Außerhalb kann es nur sein. Komm. Was? Mit Neger. Nee, nee, ich möchte rüber. Ich möchte hier gucken, ob hier irgendwo ein Lautsprecher ist. Ups.
Aber eine fiese Kiste. Ich glaube, hier ist er. Da ist er. Alter. Rein. Und jetzt haben wir, denke ich mal, alle. Wird sich jetzt gleich zumindest wieder zeigen. Wir drücken nochmal das Knöpfchen. Und dann muss jetzt Schweigen sein. Wo komme ich auch rein? Zum Beispiel hier. Okay, dann schauen wir mal. Ja, wir machen auf das hier, weil die ein Neuroinjektor. Mal sehen, ob der noch geht. Dornsdorf, konzentrierter Schuss, Gesundheit. Und für Gesundheit. Jawohl, Mission abgeschlossen. Wird schon schief gehen. Wird es. Mach trotzdem die Tür zu. Richte dich auf, dann gucken wir uns jetzt hier mal um. Hier gibt es ja immer allerlei. Habe ich alles. Sterilisierungsmittel, apropos. Genau, ein Verband. Nein. Das nehmen wir mit. Okay. Dann hier raus. Und ins nächste rein. Ein Waffenschrank. Okay. Und ein Ausgang bei mir. Nehmen wir. Ein Medikit. Oh, ein Mikrorekorder. Hallo. Hallo. Mein Gott, was für ein Gestank! Oh ja, stimmt. Ist neu hier. Sie haben den Wigwam-Brenner angeworfen. Den was? Den Wigwam-Brenner. Siehst du? Da hinten. Sieht aus wie ein riesiger, rostiger Salzstreuer. Also riechen kann ich ihn auf jeden Fall. In den 60ern haben die da drin Sägemehl verbrannt. Brannten 24 Stunden am Tag. Sahen fast aus wie kleine Vulkane. Und jetzt verbrennen sie hier die Leichen. Ich schätze, das war die letzte Ladung aus Farewell. Die machen nicht. Werden zu einem Massengrab drüben in Iron Butte verlegt. Wenigstens wird es nicht so übel stinken. Und wir es hoffen. Boah. Ja, das war doch informativ. Gut. Damit ist dieser Neuro-Kontrollpunkt auch abgefrühstückt. Jetzt mache ich mich mal wirklich auf den Weg zurück in das Camp von Iron Mike. Und wenn ich da bin und die Mission angenommen habe, sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao.